Ja, es ist leider wieder Zeit für so ein Video. Wir schauen uns heute den Buchautor, YouTuber und mutmaßlichen Sektenführer Steffen Ostwald an. Dazu kurz im Vorfeld, ich mache dieses Video hier nicht einfach, um jemanden grundlos zu zerstören, das ist hier nicht meine Intention, sondern vor allem, um Frauen vor dieser Person und weiteren mit ähnlichen Maschen zu warnen. Und jetzt schon mal Triggerwarnung, es wird heftig. Es geht gleich um emotionale Manipulation, sexuellen Missbrauch bis hin zur Vergewaltigung. Es geht um Familienmitglieder, die Angst um ihre Geschwister haben. Es geht um Narzissmus, Strafprozesse, nicht freiwilligen Drogentrips. Dem Einschüchtern, Beleidigen und Bedrohen von potenziellen Opfern, dieser Punkt wird gleich wirklich anders widerwärtig, und einem fucking krankhaften Weltbild. Und weil ich viele dieser Sachen nicht glauben konnte und mir auch nochmal selber ein Bild machen wollte, habe ich Steffen und Thea unter falschem Vorwand zu mir in die Show eingeladen. Auch wenn ich krass von Opfern der beiden gewarnt wurde, weil halt eben vermutet wurde, dass die beiden mich und auch mein Umfeld angreifen werden, was sie dann sogar auch getan haben. Halt in meine Kreuzberg hätte mir die auf die gehauen für die Nummer. Ich dachte auch, Jotta wäre mit seinen Aussagen nicht mehr zu toppen. Leider wurde ich vom Gegenteil überzeugt. Heute geht es um den Fall Steffen Ostwald. Ganz kurz im Vorfeld, ihr werdet heute des Öfteren so Wörter wie potenziell oder mutmaßlich vor Behauptungen hören. Das liegt halt eben daran, dass Teile der Kritik, die ich heute äußern werde, Anschuldigungen von Frauen sind, die aber ihre Anschuldigungen leider nicht zu 100% beweisen können. Warum aber meine persönliche Meinung sehr eindeutig ist, werdet ihr gleich sehen. Ich habe dieses Video hier in 6 Kapitel unterteilt. Erstmal, wer ist überhaupt Steffen Ostwald? Von seiner potenziellen Sekte zu seinen stark narzisstischen Zügen, seiner empathischen Erektion, seinem Buch, wer Thea ist, bis hin zum Drill Sergeant. Zweitens, kranken Weltansichten. Um zu checken, wie dieser Mann handelt, muss man erstmal verstehen, wie er überhaupt denkt. Und seine Aussagen zu Homosexuellen und Juden sind gleich anders kritisch. Drittens, Manipulation. Wie er es schafft, Frauen so zu manipulieren, dass sie das tun, was er möchte. Viertens, Anschuldigungen von Frauen. Eine Menge Frauen haben Anschuldigungen gegen Steffen erhoben. Es gibt eine Opferhilfsgruppe und es gibt sogar mittlerweile öffentliche Videos von potenziellen Opfern gegen Steffen Ostwald. Fünftens, Umgang mit Kritik. Und da auch schon mal Triggerwarnung, das ist wirklich das Widerwärtigste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Was dieser Mann, bzw. was die beiden da teilweise tun, ist einfach nur krank. Und am Ende noch das Fazit. Aber starten wir erstmal damit, wer Steffen überhaupt ist. Wie kam ich überhaupt auf Steffen Ostwald? Vor einer Weile habe ich durch Zufall auf ein Video von Thea reagiert. Thea ist eine der Frauen, die aktuell bei Steffen in seinem Haus wohnt. Generell kommt es dort öfters vor, dass mehrere Frauen mit Steffen in seinem Haus wohnen. Die letzte konnte aber mit Hilfe ihrer Familie aus diesem ganzen Konstrukt entfliehen. Also nicht falsch verstehen, man würde jetzt nicht irgendwie physisch eingesperrt oder sowas, aber halt schon sehr doll emotional, so wie ich es verstanden habe. Auf jeden Fall habe ich dann auf ein Video von Thea reagiert, einfach weil es so einen absurden Namen hatte. Und dann haben die sich halt teilweise zu meiner Reaction geäußert, dann habe ich mich wieder zu deren Äußerung geäußert. War halt einfach so ein lustiges Hin und Her und ich habe mir auch nicht viel dabei gedacht, to be honest. Aber was man halt sagen muss, ich habe denen und auch Steffen halt wirklich eine Menge Reichweite geschenkt. Aber mit steigender Reichweite kamen dann auch immer mehr Kritikkommentare zu meinen Reactions. In den Kommentaren standen dann Sachen wie: Du gibst ihnen Reichweite und die Möglichkeit, weiter Frauen zu traumatisieren. Es gibt bereits eine Selbsthilfegruppe von Menschen, die über Erfahrungen hinwegkommen wollen. Frauen, die von Manipulation, Drogenkonsum und von ziemlich heftigen Methoden sprechen. Thea und Steffen sind Narzissten, die Frauen in die psychische Abhängigkeit treiben und Menschen auf übelste Art und Weise manipulieren. Und erstmal auch vielen Dank an meine Community, dass ihr mich darauf hingewiesen habt, das war wirklich wichtig. Und nachdem ich dann die Kommentare gelesen habe, habe ich halt eben angefangen zu recherchieren. Und was mich da erwartet hat, hat mich schon irgendwie verstört. Werdet ihr gleich noch alles sehen. Aber auf jeden Fall wusste ich, ich kann auf keinen Fall mehr auf diese Videos reagieren und ich muss die Leute aufklären, was hinter dieser scheinbar lustigen Fassade steckt. Dazu kommen wir jetzt, wer Steffen überhaupt ist. Steffen hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Sexualtherapeut. Und im Vorfeld schon mal, ich finde dieses Buch komplett gestört und einfach nur krank. Da wird zum Beispiel von einer 10.000 Volt Erektion gesprochen und sowas. Klar, kind of funny auch, aber dort sind auch wirklich krank gestörte Sachen im Buch drin. Aber was das Buch vor allem beinhaltet, ist eine scheinbar schnelle Lösung deiner mentalen Probleme. Er beschreibt, wie er Frauen, denen es durch verschiedenste Umstände mental kacke geht, eben therapiert. Und so wollte unter anderem Svenja diese Dienste entgegennehmen und berichtete in ihrem Video über Steffen Folgendes. Die Variante, die Steffen angeboten hat mit seiner Philosophie und seiner Lehre, die war natürlich auch sehr verlockend. Doch dass es so diese schnelle Lösung gibt. Hey, damit kommst du schneller zum Ziel. Und du kannst eigentlich dein Trauma voll vergessen und deinen ganzen Schmerz und du kannst einfach direkt zur Sex
soll in Ekstase gehen und in deine Größe gehen und in deine Göttin oder was auch immer für ein Archetyp da gerade benutzt wurde, um sich zu bereichern an der Verletzlichkeit einer Frau, einer traumatisierten Frau. Und hier beginnt die große Problematik, weil Steffen ist, so wie man es halt eben fremd diagnostizieren kann, scheinbar ein Narzisst, der, so wie ich das halt verstehe, nur an sich und seine eigenen Bedürfnisse denkt. Also Real Talk, er entspricht wirklich allen Verhaltensmustern eines Narzissten. Erkläre ich euch aber in Punkt 5 später. Die wichtigste Sache, die man aber bei Steffen wissen muss, ist, dass er immer über seine empathische Reaktion redet, beziehungsweise davon schwärmt. Aber was bedeutet das? Im Grunde sagt er, dass er nur einen Hoch bekommen kann, wenn die Frau wirklich zeigt, was sie möchte, beziehungsweise wenn sie zeigt, dass sie ihn möchte. Steffen erklärt das so. Kommt das Thema der empathischen Erektion. Ich leide an HSP, hochsensible Persönlichkeit. Ich bekomme nur eine Erektion, wenn die Frau in ihrem souveränen Diva-Sein ist. Also er behauptet Realtalk die ganze Zeit, dass er wirklich nur einen Hoch bekommen kann, wenn die Frau in ihrer Mitte ist, wenn sie gerade ist, wenn sie wirklich zeigt, was sie will. Und auch Viagra soll bei Steffen nicht funktionieren. Also Viagra an sich funktioniert bei Steffen nicht. Also wenn er eine Pille nimmt und ich nicht Kraft freilasse, ihm eine Erektion mache, kriegt er auch keine Erektion. Behalte das mal ganz kurz im Kopf, wird später noch wichtig. Dazu zu seinem Buch. Es ist wirklich die Bibel für ihn und Thea. Und er sei der Messias. Dazu muss ich auch eigentlich gar nicht mehr erklären. Gönnt euch einfach folgenden Ausschnitt. Lest das scheiß Buch, bevor dir irgendwelchen Rotz vom Stapel lässt. Wird dein Leben verändern. Okay, gut. Deine Shows verändern die Welt nicht zum Guten. Angekommen, das Buch aber schon. Wenn du so sagst, es hat die Kraft, die Welt zu verändern. Wenn du das Buch liest, geht dir dein Ego und all deine Vorstellungen vom Leben richtig geschissen in den Arsch. Dazu, wenn man sich übrigens mit Steffen treffen möchte, muss man das komplette Buch gelesen haben, ihm eine mindestens vierstellige Summe überweisen und auch noch eine Bewerbungsmappe schicken. Das Ganze riecht für mich persönlich übertrieben stark nach Sekte und er sei dort der Oberguru. Bevor wir aber gleich zu seinen absolut kranken Weltansichten kommen, muss ich nochmal ganz kurz den Drill Sergeant vorstellen. Der Drill Sergeant ist die letzte Instanz des Herzens. Wenn mir eine Person besonders am Herzen liegt, dann werde ich auch mal lauter. Ja. Und sag, guck dir deine Scheiße an, Flachbirne. Kriegst du keinen mehr hoch oder was zu einer Frau, okay? Natürlich ist das eine Schmach für sie. Also der Drill Sergeant kommt halt eben raus, wenn man nicht das machen möchte, was Steffen will, beziehungsweise eine andere Meinung hat als er. Ist halt dazu da, um Leute einzuschüchtern und durch eine starke Autorität zu Dingen zu bewegen, die sie halt eigentlich gar nicht machen wollen. In der Praxis kann das dann so aussehen. Ja, weil... Was soll die Scheißfrage, warum lügt man? Schieb dir doch deine Show in den Arsch und wälz dich in deinem Geld und sterb unglücklich. Jetzt hast du einen Drill Sergeant, geil. Ja, aber ich bin glücklich. Voll vergeigt. Erzähl's deinem Herz. Ja, aber was ist jetzt, wenn Kollege. Ich sage, ich bin glücklich? Bitte, ist das dein Ernst? Dazu muss man noch bei Steffen wissen, es dreht sich alles um Sex. Sex ist das große Endziel für ihn und scheinbar auch jeden Menschen auf der Welt. Und es klafft ein innerer Dialog auf. Oh, wenn ich jetzt in meinem Ich kann das nicht, ich will das nicht Modus bleibe, erreiche ich mein wirklich heimliches Ziel nicht. Und das ist Sex. Aber es ist ja nicht von jeder Person im Leben das Ziel Sex. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Also, ich spreche nur aus... Es gibt ja zum Beispiel asexuelle Menschen. Was ist mit denen? Stelle ich ganz massiv in Frage, ob das wirklich so ist. Ihr habt hier gerade eine Aussage gesehen, die kritisch zu beurteilen ist. Und davon gibt es noch eine Menge weitere, die ihr jetzt gleich im nächsten Kapitel sehen werdet. Sucht euch am besten jetzt schon mal etwas, was ihr aus Verzweiflung fallen lassen oder aus Wut gegen die Wand werfen könnt. Steffen ist nicht nur in der Meinung, es gäbe keine asexuellen Menschen. Nein, es gibt in seinem Weltbild auch keine homosexuellen Menschen. Sie würden laut ihm nur ihren Film fahren. Naja, aber es gibt ja auch Frauen, die halt null auf Männer stehen zum Beispiel. Also so. Ja, ja, man kann das, was man nach außen hin postuliert und sagt, ist eine Sache. Was aber wirklich ist, ist eine andere Sache. Also ich konnte das dann überhaupt nicht glauben und habe wirklich nochmal explizit mehrfach nachgefragt und er droppt darauf einfach sowas. Naja, aber es gibt ja Leute, die nicht auf Frauen stehen oder nicht auf Männer stehen oder auf irgendwen stehen. Es ist ja... Geben Sie vor! Ja. Du meintest gerade, es gibt keine wirklichen Lesben. Mhm. Also du meinst, dass jede Frau auch auf Männer steht. In sich drin und gibt es aber nicht zu. Oder wie verstehe ich das? Auf die tiefste Wahrheit der Urnatur, ja. Also es ist auch bei Männern so, dass halt es keine homosexuellen Männer gibt. Ja.
Und ich habe dann wirklich nochmal nachgefragt, weil klar, leider hat jeder schon mal Schwulenfeindlichkeit irgendwie erfahren müssen. Aber einfach zu sagen, ja, nee, die gibt es nicht, ist halt nochmal ein komplett anderes Level. Und der droppt darauf einfach sowas. Aber die Urnatur, wenn sie hört, da ist ein empathischer Schwanz. Oh, macht das was mit ihr. Ja, aber es gibt ja, also bei dem Thema gibt es ja ganz klar biologische Ansätze auch, dass du sogar teilweise in der Genetik feststellen kannst, ob zum Beispiel die Chance bei dem Kind mehr besteht, ob sie lesbisch oder homosexuell oder was auch immer wird. Keine Ahnung, das sind schulwissenschaftliche Konzepte, die einen Haufen Geld bringen. Querdenker-Aussagen, check. Aber ganz kurz wieder ernst, solche Aussagen sind einfach mies respektlos. Viele Leute kämpfen immer noch dafür, dass man ihre Sexualität anerkennt, beziehungsweise, dass sie für diese nicht bestraft werden. Es ist für viele LGBTQ-Member immer noch ein echt schwieriges Thema, vor allem in nicht-westlichen Ländern, wo du, wenn du zum Beispiel deine Homosexualität frei auslebst, dir sogar die Todesstrafe drohen kann. Und er droppt einfach, es gibt keine Homosexualität. Und seine Aussagen gehen ja noch weiter. Zum Beispiel wurde Steffen mal für illegalen Grasanbau angeklagt. Als er sich dann eben vor Gericht zu seiner Tat bekennen wollte, meinte er dann einfach, dass weil er eben gerade war, sich so gefühlt hat, wie Sophie Scholl sich gefühlt haben müsse. Entweder in dem Kommentar oder in dem Video hast du selber gesagt, meinst du, dass du eine Begegnung mit Sophie Scholl hattest irgendwann mal? Ein Zug. Ah, cool, okay, ja, ja, ja. Also sprich, vor Jahren habe ich durch eine anonyme Anzeige ist die Polizei bei mir zu Hause eingerückt und hat natürlich auch Cannabis gefunden. Ja, mache ich keinen Hehl draus. War ich auf dem Weg zur Gerichtsverhandlung, hatte meine Rede geschrieben und da war in mir eine Entschiedenheit, eine Gradheit. Und in dieser inneren Ausrichtung, ey, habe ich so angefangen zu heulen, ist mich ein Gefühl durchströmt. Wow, das hat die Sophie gefühlt, weil sie gerade war. Gerade sein, das muss sie gefühlt haben. Okay, solch ein erfüllendes Gefühl, dass ich dafür bereitwillig in den Tod gehe. Yes. Ja, also ich wollte mal ganz kurz sagen, Sophie hat sich dem NS-Regime entgegengestellt und wollte dies stürzen und wurde deswegen mit dem Tod bestraft. Und Steffen, du hast ein bisschen Weed angebaut. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so miteinander vergleichen sollte. Aber kommen wir zum abgefucktesten Punkt seines Weltbildes. Und zwar behauptet Steffen allen Ernstes, dass die Juden damals selbst schuld waren, was ihnen widerfahren ist. Ich habe irgendwas von Judenkarma und sowas gelesen, da wusste ich nicht, was in welchem Kommentar, das waren... Also jeder Mensch macht schon mal sein eigenes Karma. Ja. Klar. Und dann gibt es kollektive Strukturen. Ja, und allen, denen das passiert ist, denen Schreckliches widerfahren ist, sind selbst dafür verantwortlich. Also die Karma-Lehre legt die Selbstverantwortung nahe. Aber was, also um jetzt zum Begriff dieses Judenkarma zurückzukommen, was war dann, also die haben ja da nichts falsch gemacht. Das weiß ich nicht. Da sterben 6 Millionen unschuldige Menschen. Super viele Kinder, die in ihrer Lebenszeit noch nicht einmal was angestellt haben können. Und dieser droppt einfach, ja, die sind halt selber schuld. Ich will einfach nur kotzen. Ey, es ist wirklich einfach nur so unglaublich abgefuckt. Aber gehen wir jetzt erstmal zum nächsten Thema. Und zwar, wie Steffen systematisch manipuliert. Erstmal müssen wir dafür klären, an wen richtet sich das Buch bzw. Steffens Therapie. Durch Steffens Therapie soll ja etwas mental geheilt werden. Dementsprechend sind die Frauen, an die sich das Buch halt eben richtet, oft in schwierigen Lebenssituationen, mit geringem Selbstwertgefühl, mit geringem Selbstbewusstsein und wollen halt eben jede Hilfe annehmen, die sie halt eben bekommen. Svenja und Anja sind 2 Frauen, die beide mal bei Steffen waren und danach öffentliche Videos gedreht haben, was sie dort erlebt haben. Sie werfen diesen Videos Steffen auf jeden Fall einiges vor, dazu kommen wir auch gleich im Video. Aber sie reden halt eben auch darüber, wie sie sich mental gefühlt haben, als sie sich dazu entschieden haben, zu Steffen zu gehen. Ich war im Grunde zutiefst bindungstraumatisiert, beziehungstraumatisiert. Ich hatte riesige Schwierigkeiten mit Intimität, auch mit sexueller Intimität. An dem Tag, an dem ich gefahren bin, war ich relativ verzweifelt morgens. Mir ging es nicht gut. Sehr unsicher in mir selbst. Ich hatte ein sehr, sehr geringes Selbstwertgefühl. Ich habe im Grunde mein gesamtes Leben einen sehr starken Selbsthass gehabt. Die letzten 1,5 Jahre waren nicht so leicht für mich in meinem Leben. Und ich war vor ein paar Wochen immer wieder an Punkten, wo ich innerlich nicht weiterkam,
wo ich richtig im Dunkel war. Vielleicht kennt ihr das. Hab gemerkt, wie mein Sein sich an alles dranhängt, was irgendwie verspricht, eine Lösung zu sein. Und so kam auch dieses Buch in meine Welt. Und ich war noch voll naiv. Und deswegen habe ich mich irgendwie auch so leicht dann einwickeln lassen. Also es sind Frauen, die auf jeden Fall Hilfe bei ihrer mentalen Gesundheit brauchen. Svenja berichtet darüber, dass halt eben durch Steffen suggeriert wurde, dass es halt eben den schnellen Weg der Heilung gäbe. Die Variante, die Steffen angeboten hat mit seiner Philosophie und seiner Lehre, die war natürlich auch sehr verlockend. Das war nämlich einfach, dass es so diese schnelle Lösung gibt und diese, hey, damit kommst du schneller zum Ziel. Und ja, ich bin darauf reingefallen, Hase gehen. Aber das hat halt in der Praxis nicht so geklappt. Hat nie geklappt. Also Frauen mit einem geringen Selbstwertgefühl, wenig Selbstliebe, die halt eben viel dafür tun würden, dass es ihnen halt eben mental besser geht. Und diese Frauen gehen jetzt eben zu einem potenziellen Narzissten hin, der vieles dafür tun würde, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Ja, GG, da kann ja überhaupt nichts schieflaufen. Und so stellt er die Manipulation an. Er wirkt laut Svenja im ersten Moment erstmal feinfühlig, kompetent und gibt einem auch erstmal ein gutes Gefühl. Da war ich ganz, ganz lange in einem ganz tiefen Zwiespalt, weil es nicht in meinen Kopf reingegangen ist, wie jemand so feinfühlig sein kann, so empathisch sein kann und so kompetent irgendwie auf eine Art oder erfahren und gleichzeitig so f***ing tief manipulativ sein kann. Das habe ich einfach nicht verstanden. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die sehr viele Frauen gemacht haben oder sehr viele Menschen. Dazu sagt Svenja noch Folgendes. Dass man eben Vertrauen fasst und sich irgendwie so gesehen fühlt auf einmal und wahrgenommen fühlt auf einer Ebene, in der man sich noch nie so wahrgenommen und gefühlt, also eben auch auf einer emotionalen Ebene, auf einer empathischen Ebene, der aber auch dann sehr gekonnt weiß, wie er das für sich und seine eigenen Interessen nutzen kann, nämlich für seine eigenen sexuellen Interessen. Also einer Person, der man vertraut, weil sie auch charmant zu sein scheint, aber einem dann auch sowas hier verklickern möchte. Und falls ich denn überhaupt Therapie mache, ist es die der Klarheit und Ehrlichkeit. Ja, und dass ein scheinbares Opfersein einfach nur vorgeschoben ist. Aber was heißt Opfersein? Ich kann nicht, ich will nicht rumquengeln. Halt so das scheinbare Opfer in einem selbst, um gewisse Hürden zu übergehen, um gewisse Dinge nicht machen zu können. Also er sagt selber, dass er Therapie durch Ehrlichkeit macht, durch Geradheit. Und man vertraut ihm dann halt auch, weil er halt auch eben charmant und auch eben kompetent rüberkam. Aber will dann halt eben Dinge von dir, die du gar nicht machen willst. Und redet dir halt ein, wenn du diese Dinge nicht mitmachst, dann bleibst du halt eben das Opfer, was du gerade bist. Aber du willst ja nicht das Opfer bleiben, was du gerade bist, sondern willst vom Opfersein wegkommen. Willst aber halt auch eben nicht seine sexuellen Fantasien mit ihm ausleben. Und hier sind wir schon mittendrin in der Manipulation. Vor allem, weil dieser Mann sich halt eben selber glaubt und dementsprechend die Sachen, die er sagt, unfassbar glaubhaft rüberbringen kann. Mit jemandem, der eine krasse Psychose am Start hat, wo man auch erstmal drauf kommen muss, dass der die hat. Weil er ist sehr überzeugt von dem, was er sagt. Das ist nämlich auch das Ding. Ich glaube, er ist tatsächlich fest davon überzeugt, dass das, was er über sich selber sagt, wie er sich selber sieht, dass das alles so stimmt. Sollte man aber dann weiterhin die Sachen, die Steffen möchte, nicht mitmachen wollen, hat er noch eine ganz andere Strategie, um dich dazu zu bringen. Die erste Sache wäre, dass dein Ego dir gerade nur selbst im Weg steht. Also dein Herz möchte, aber dein Ego eben dein Herz blockiert. Wenn die Frau sowas von in sich im Widerstand ist, im Ego, das eigene Herz blockiert und alles macht, um nicht den Schwanz hart zu machen. Und einem wird dann halt eben eingeredet, dass sein Herz es möchte, aber dein Ego halt eben gerade dein Herz blockiert. Und wenn man sein Herz vor sein Ego bekommt, dann sei man kein Opfer mehr. Oder halt eben super plump ausgedrückt, mach sein Dick hart und du bist kein Opfer mehr. Das wird einem da eingeredet. Und für die Leute, die sich gerade fragen, was eigentlich bei Thea abgeht, diese Frau folgt Steffen seit 5 Jahren überall hin und macht auch wirklich alles, was dieser Mann möchte. Er sagt selber, dass sie von ihm ausgebildet wurde, was auch immer das hundertprozentig heißen mag. Und kleine Abschweife hier am Rande, wenn Steffen etwas im YouTube-Video von ihr möchte, dass sie irgendwas bestimmtes sagt, macht oder whatever, tut sie das zu 100%. Hier zum Beispiel redet Thea minutenlang in dem YouTube-Video super ruhig über bestimmte Themen, aber als man dann merkt, dass Steffen möchte, dass sie sich ein bisschen mehr für ihn einsetzt, tut sie das auch sofort. Was sagt der andere Teil in dir, wenn dein Mann abgefuckt wird? Der andere Teil in mir sagt, haltet die Fresse!
Aber gehen wir mal wieder zurück zur Manipulation. Ich habe euch ja vorhin schon ganz kurz von dem Drill Sergeant erzählt. Und dieser wird dann zum Beispiel auch eingesetzt, wenn man nach mehreren Stunden immer noch nicht das macht, was Steffen möchte. Denkst du nicht, dass es auch einschüchternd wirkt auf Leute, dass es halt, dass sie halt dann trotzdem Dinge tun, die sie nicht tun wollen, einfach weil sie sich eingeschüchtert fühlen? Ja, welche denn zum Aber Beispiel? Aber was machen die für Dinge, die sie nicht tun wollen? Ich weiß ja nicht, wo der Drill Sergeant alles ausgepackt oder eingesetzt wurde. Wenn zum Beispiel eine Frau sich nach 15 Stunden immer noch nicht ihre tiefste Wahrheit eingestanden hat, weshalb sie zum Beispiel gekommen ist. Und um was geht's halt immer, wenn man bei dir ist, Herr Ostwald? Sex. Und nur noch mal zur Veranschaulichung. So wie ich das verstanden habe, kommt er hier heraus, wenn man Nein zu Sex mit Steffen sagt. Und wälz dich in deinem Geld und sterb unglücklich. Jetzt hast du einen Drill Sergeant, geil. Tatsächlich wurde ich auch schon im Vorfeld von potenziellen Opfern von Steffen vorgewarnt, dass er auch versuchen wird, mein Umfeld anzugreifen, um mich halt eben aus der Reserve zu locken, damit ich mich halt eben angreifbar mache. Und er ist halt wirklich auf meine damalige Freundin gegangen, hat versucht, sie klein zu reden, um mich halt irgendwie zu triggern. Thea hat so eine Liebespower, dass deine Schnecke, die du dir gerade geangelt hast, okay, die dir aus der Hand frisst oder du ihr, einfach nur noch Asche ist. Das wurde mir auch vorher gesagt, dass versucht wird, auf Leute einzugehen. Bla, bla, bla. Das ist ganz schön, dass wir gerade live sehen, wie man versucht, mich irgendwie zu manipulieren. Nur Bruder Stefski, das funktioniert bei mir nicht. Die hat mich und sie jetzt auf jeden Fall mies gefrontet. Aber ich verstehe auch gar nicht, was er von mir will. Ich weiß auch nicht. Bei Annie hat der Drill Sergeant bzw. die Angst vor ihm aber leider funktioniert, sodass sie Drogen genommen hat, die sie eigentlich gar nicht nehmen wollte. Annie berichtet in ihrem Video das hier. Dann kamen immer wieder Lines von Speed, wo ich immer wieder Nein gesagt habe und mich dann aber überzeugen habe lassen, beziehungsweise ich hatte auch keinen Bock auf den Drill Sergeant und habe es dann halt einfach gemacht. Ich habe zu vielen Speedlines, die dann ausgelegt wurden, Nein gesagt. Es ging immer wieder in die Richtung von jetzt sei doch nicht so und du stehst dir selber im Weg, bis hin zu dem Drill Sergeant, der dann auch immer wieder kam, der mich angefeuert hat, das doch zu tun. Und dann berichtet Thea noch so frech, dass Leute, die bei ihnen sind, gar keine Sachen machen könnten, die sie gar nicht wollen, weil Thea würde das halt eben bemerken. Also Menschen bei uns können nicht irgendwelche Sachen tun, die sie vom Herzen gar nicht wollen. Das geht nicht, weil das fühle ich und dann fange ich an zu heulen, also wenn ich mein Gegenüber fühle und das Gegenüber macht gerade sein eigenes Herz klein. Jo, ich glaube auch. Aber andersrum muss man auch sagen, dass Steffen sehr belohnt ist, wenn du genau das tust, was er möchte. Also du erfährst durch ihn Bestätigung für dein Handeln, dass es scheinbar das Richtige war. Und dass Frauen die Tür reinkommen, mich aktiv lieben, und sobald das passiert, fließen bei mir die Tränen. Oh, und dann sage ich, wow, du machst genau das, wie es in der Anleitung steht. Gratulation. Und das bestärkt die Frau, wow. Und wir kennen es alle, wenn es uns kacke geht und wir ein bisschen Bestätigung bekommen, dann geht es uns zumindest ein bisschen besser. Also man wird halt wie so ein Tier so richtig von ihm konditioniert. Das war falsch, dafür erfährst du Bestrafung. Das war richtig, dafür bekommst du Belohnung. Und dazu darf man nicht vergessen, dieser Mann nennt sich ja selber der Sextherapeut. Also er sagt, er wäre ein Therapeut. Und ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal bei einem Therapeuten waren. Ich war schon mal bei einem Therapeuten und ich muss sagen, ich bin dort mit einem hundertprozentigen Vertrauen hingegangen. Ich habe meiner Therapeutin zu 100% vertraut. Weil ohne dieses Vertrauen bringt halt in meinen Augen die Therapie halt eben nichts. Und dementsprechend wird man halt fast schon ja gezwungen, seinem Therapeuten oder seiner Therapeutin eben zu vertrauen. Und wenn meine Therapeutin gesagt hätte, ey, mach mal das und das oder probier mal das und das aus, dann hätte ich das auch gemacht. Weil ich halt ihr eben vertraue. Weil diese Menschen halt in der Regel wirklich ja nur das Beste für einen möchten. Und dieser große Batzen kommt dann eben noch auf die Manipulation und Konditionierung von Steffen obendrauf. Dazu muss man aber sagen, Steffen Ostwald ist kein anerkannter Therapeut. Aber ich finde, er suggeriert mindestens sehr krass, dass er einer wäre. Allein, dass er sein Buch Der Sexualtherapeut genannt hat. Und man ja auch eben mentale, emotionale Hilfe durch ihn, durch seine Therapie erhofft. Dazu haben wir gerade schon einen Vorwurf von Annie mitbekommen. Und was es sonst noch für Vorwürfe gibt, seht ihr jetzt im nächsten Kapitel. Es gibt schon seit langer Zeit Vorwürfe gegen Steffen Ostwald und seinen Maschen. Selbst in seinem Buch, was halt eben vor Jahren rauskam, spricht er davon, dass ihm halt Vergewaltigung vorgeworfen wurde von, laut ihm, Fake-Opfern. Nur diese Vorwürfe waren halt eben nicht öffentlich, geschweige denn im Internet. Bis vor kurzem, weil halt eben Svenja und Anne den Mut gepackt haben, selbst bei einer so kranken Persönlichkeit ihre Erfahrungen öffentlich zu teilen. Aber kommen wir nochmal zu dem Thema zurück, dass laut Anja Steffen scheinbar Frauen zu Drogen drängt, die sie gar nicht nehmen wollen. Sodass diese Frauen halt eben nicht mehr raffen, was da überhaupt bei ihnen abgeht. Drogen,
in Kombination mit Sexualität, was stirbt. Der Anteil, der ganz genau spüren kann, was gerade abgeht. Der Anteil, der mit dem Körper verbunden ist, mit deinem Herzen, mit dem, was weibliche Intuition ist. Vor allem, weil Anni hat eben auch berichtet, dass halt eben nicht nur ein, zwei Drugs genommen wurden, sondern eine Menge mehr. Die Substanzen, die konsumiert wurden, Marihuana, LSD, Alkohol, das hatten wir vorher schon angefangen zu trinken, Speed wollte ich nicht. Dann kam die Überzeugung und das Überreden und ich habe letztlich Ja dazu gesagt. Er hat das Speed dann mit hoch ins Schlafzimmer genommen, hat es mir immer wieder angeboten, ich habe immer wieder Nein gesagt, dann kam immer wieder der Drill Sergeant raus. Dazu erinnert ihr euch noch an das Viagra-Thema am Anfang? Und Viagra, genau. Und da habe ich dann so gesagt, ich dachte empathische Erektion und so. Und er so, ja, das ist ja sein Körper und das hätte ja auch damit gar nichts zu tun. Wie war das nochmal hier vor 10 Minuten im Video? Viagra an sich funktioniert bei Steffen nicht. Ah ja, ich glaube auch. Und auf dieses Unterdrogensetzen kommt nun, dass Svenja und Anja davon berichten, dass sie laut eigenen Aussagen von Steffen manipuliert und missbraucht worden sind. Weil ich eben selber Scheißerfahrungen gemacht habe mit ihm, nämlich emotionalen Missbrauch und emotionale Manipulation erfahren habe mit ihm. Und es war für mich auch nicht so einfach, damals das zu durchschauen erstmal und dann auch da rauszukommen. Ich würde euch gerne von der Erfahrung mit dem Sexualtherapeuten erzählen, die mich nachhaltig ziemlich durchgeschüttelt hat. Ja, eine Erfahrung, die, glaube ich, nicht jede machen muss. Dass ich das jetzt überhaupt so klar als Missbrauch benenne, das ist Teil des Aufarbeitungsprozesses, der überhaupt stattgefunden hat, seitdem ich das Video gemacht habe. Weil zu diesem Zeitpunkt war ich noch so in einem Trauma-Bonding wahrscheinlich drin, dass ich das für mich gar nicht so klar benennen konnte in dem Sinne. Ich habe ja auch mit potenziellen Opfern von Steffen Kontakt aufgenommen. Dort wurde mir auch nochmal berichtet, dass es scheinbar auch noch eine Menge weitere Frauen gibt, die aber halt eben absolut nicht mit in die Öffentlichkeit gezogen werden wollen. Dies bestätigt auch nochmal Anja in ihrem Video. Vielleicht können sich einige von euch vorstellen, dass das ein krasser Schritt ist, an die Öffentlichkeit zu gehen mit etwas, was so edgy ist wie dieses Thema, nachdem ich weiß nicht, wie viele Frauen das nicht getan haben. Vielleicht könnt ihr durch den Ansturm, der gerade passiert, nachvollziehen, warum das viele Frauen nicht tun. Und dann gibt es ja auch noch Frauen, von denen man vielleicht absolut nichts mitbekommen hat. Die sich teils aus Scham an niemanden gewandt haben, aber halt dennoch Erfahrungen mit Steffen gemacht haben könnten, die sie lieber nicht gemacht hätten. Weil darüber redet Svenja in ihrem Video auch, dass es halt für sie eine riesige Scham war, mit Leuten über diese ganze Thematik zu reden. Da hatte ich einfach niemanden in meinem Umfeld, der das irgendwie nachvollziehen konnte oder dem ich mich öffnen wollte. Da war auch eine riesige Scham da und es war auch eine riesige Angst davor da, da irgendwie öffentlich darüber zu reden. Und wenn selbst eine Svenja, die ja mittlerweile öffentlich über das ganze Thema redet, sich am Anfang aus Scham nicht getraut hat, mit nur irgendwem darüber zu reden, wie viele Frauen gibt es dann, die vielleicht bis heute mit niemandem darüber geredet haben und einfach nur schweigen? Dazu berichtet Anja auch von einer Angst, als sie bei Steffen zu Hause war. Ich habe 3 Freunden geschrieben. Ich habe ihm ganz leise eine Nachricht aufgesprochen. Ich hatte total Angst, dass es mitbekommen wird, dass die mich hören und dass die, was weiß ich, was mit mir machen. Aber wieso haben beide diese Videos nun aufgenommen? Wieso haben sie, obwohl es ja scheinbar eine Angst vor Steffen gibt, diese Videos öffentlich geteilt? Naja, im Grunde aus einem ähnlichen Grund, warum ich dieses Video aufnehme. Und zwar, dieser Shit muss aufhören. Dieser Scheiß passiert einfach immer noch. Das ist widerlich. Und ich will nicht mehr, dass das passiert. Es hat ein ganz schönes Kräftesammeln gebraucht von meiner Seite, damit ich überhaupt irgendwie in die Öffentlichkeit gehen kann. Weil da natürlich krasse Ängste am Start sind. Wenn ich da irgendwie auch angegriffen werde, das ist mir fucking egal, weil ich habe einfach keinen Bock mehr, dass irgendwie so scheiß Missbrauchsdynamiken und Verhältnisse weiterhin herrschen. Mit allem, was wir eigentlich schon darüber wissen. Mit all dem, was irgendwie schon ans Licht gekommen ist und all dem Austausch und der Öffnung, die es darüber schon gegeben hat, das ist immer noch nicht genug. Svenja und Anja wollen beide so vielen Frauen, wie es eben nur geht, diese Erfahrung ersparen. Und das geht halt eben vor allem übers Öffentlichmachen des Problems. Je mehr Menschen gewarnt werden, desto besser. Deswegen, und weil ich auch Steffen absolut keine positive Reichweite schenken wollte, gibt es ja auch dieses Video hier. Anja hat ja auch gerade davon berichtet, dass sie teils Angst hatte. Wahrscheinlich auch vor Steffen. Und warum diese Angst kind of berechtigt war, seht ihr gleich im nächsten abgefucktesten Kapitel dieses Videos. Und im Vorfeld schon mal Triggerwarnung für so ungefähr alles.
Einer der großen Gründe, warum ich auch dieses Video machen wollte, ist, weil ich halt gesehen habe, wie Steffen mit einem umgeht, nachdem man ihn kritisiert hat. Natürlich hat er alles recht zu sagen, ey, der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs oder der Manipulation, der stimmt halt nicht, weil den könnt ihr nicht beweisen. Nur macht Steffen das nicht. Weil ich hatte ja im Vorfeld auch schon gesagt, dass Steffen mindestens sehr stark narzisstische Züge hat und dementsprechend auch sehr abgefuckt mit Kritik umgeht. Und das werde ich jetzt mit Hilfe vom Sozialpsychologen Professor Erb erklären. Den Punkt der Manipulation hatten wir gerade schon. Dazu sagt Professor Erb übrigens Folgendes. Smarte Typen, die man auch bewundern kann, die charmant sind und so, fangen an manipulativ zu sein. Narzissten haben oft ein gutes Gespür dafür, na, wie sie anderen kriegen können, was ist dem anderen wichtig. Da fangen sie dann an, um diese Beziehung dann auch für ihre eigenen Vorteile auszunutzen. Und der eigene Vorteil ist dann oft auch die Selbstüberhöhung. Das ist sozusagen das Motiv, das dahinter steckt. Und welche Erfahrungen hat uns Svenja gerade noch mal komplett eigenständig in ihrem Video erklärt? Weil es nicht in meinen Kopf reingegangen ist, wie jemand so feinfühlig sein kann, so empathisch sein kann und gleichzeitig so fucking tief manipulativ sein kann. Also, ich glaube, den Punkt können wir abhaken. Der trifft zu. Aber kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar berichtet Professor Erb darüber, dass Narzissten auch sehr gerne über andere herziehen. Sind dann auch oft abwertend gegenüber anderen Leuten, also anderen negative Bemerkungen. Ja. Und was schreibt Steffen selber in seinem Buch über andere Männer? Ja, was ist das Wesentliche? Was ist das Wesentliche? Dass die meisten Männer nur Schlappschwänze sind. Euch scheiß Fotzenknechte. Und ich bin einer, der die Fresse aufmacht. Fast alle Männer haben die Ausstrahlung einer benutzten Unterhose. Es gibt keine wirklichen Männer mehr. Das draußen sind alles, fast alles Waschlappen. Auch wenn ich den letzten Satz kind of funny finde, können wir den Punkt auf jeden Fall auch abhaken. Dazu weiß ich nicht, wie doll das im Video bis jetzt rübergekommen ist, aber mir ist schon während des Drehs aufgefallen mit Steffen, dass seine Aussagen immer sehr ich-bezogen waren. Also er wollte immer sehr viel über sich selber reden. Und das beschreibt auch Professor Erb in seiner Erklärung über Narzissten. Sie sind in ihrem Ausdruck extrem ich-bezogen. Ne? Die reden also von ich und mir und mein. Allein an dem Pronomina kann man das dann so ein bisschen ablesen. Und naja, das ist jetzt halt irgendwie ein bisschen schwierig, 100% transparent zu beweisen. Aber ich sag mal so, Steffen hatte wirklich sehr, 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 sehr viele ich-bezogene Aussagen im Interview gedroppt. Und darin bin ich einfach nur ehrlich. Und ich als hochsensibler Empath, wenn ich meine dienende Position ein und dann sage ich, und ich diene, tau ich sie an, ich bin der Sex, also ich bin am Grunde Arbeiten, ich mach so eine Scheiße nicht. Ich bin der Mann, gerade mal der Einzige in Deutschland, der sexuelle Empfehlungen von Frauen bekommt. Aber kommen wir zum krassesten Punkt, und zwar den Umgang mit Kritik. Weil dort passiert bei Narzissten was Besonderes, aber das erklärt euch jetzt mal Professor Erb. Wir merken auch, sie sind nicht kritikfähig. Wenn man sagt, guck mal, hättest du nur, boah, und dann sind die sofort irgendwie aus dem Häuschen, reagieren extrem, wenn sie Kritik bekommen. Der Mann wird das gar nicht einsehen, dass er irgendwie was Böses macht. Oder der narzisstische Mann wird es nicht einsehen, dass er eigentlich was Böses macht. Und am Ende auch keine Reue zeigen, selbst wenn er handgreiflich geworden ist. Und das, was gleich als Beweis folgt, ist auch einer der Hauptgründe, warum ich dieses Video hier drehen musste. Ich habe ja ihm und seiner Bande positive Reichweite geschenkt. Aber ich konnte diese Reichweite wirklich nicht stehen lassen, nachdem ich die folgenden Clips gesehen habe. Die folgenden Ausschnitte von Thea und Steffen sind quasi Antworten auf die Kritikvideos und weitere Frauen, denen potenziell Ähnliches widerfahren ist wie Svenja und Anja. Die ja, wie ihr gesehen habt, immer noch sehr stark mit der ganzen Situation zu kämpfen haben. Und Triggerwarnung, es wird unfassbar widerlich. Aber ich muss es jetzt hier leider zeigen, sonst versteht ihr die Widerwärtigkeit dieser beiden Personen nicht. Es fängt an mit Beleidigungen von potenziellen Opfern von Steffen Ostwald. Und vor allem da die kleine Gön, die da jetzt wieder so aufmucken, ne? Die kleine Ego-Fotzen. Halt deine Fresse! Fotzen, halt die Fresse! Wo ich so scharf zu denen spreche, ihr Fotzen. Halt deine verfickte Fresse, Alter! Ego-Fotzen. Die blöde Fotze. Fick dich doch. Scheiß Zicken-Ego. Ihr Fotzen. Ich will einfach nur kotzen. Eine Menge Frauen sagen, ey, dieser Dude ist ein Sexualstraftäter und das ist seine Reaktion. Und das sind übrigens noch bei weitem nicht alle Beleidigungen. Hier sind noch ein paar Links im Bild,
wo Steffen und Thea einfach abartigst über weitere Frauen herziehen. Aber es geht ja sogar noch weiter. Steffen und Thea probieren diese Frauen auch noch widerwärtig zu diskreditieren. Aber seht selbst. Ist da ja noch dein Männerhass und so Sachen, ha? Kleine, ungefährte Ego-Fassen da, ne? Ja, Mädel, komm mal klar auf deine Schizophrenie, Alte. Deine P***i schreit, ich hör's doch, ne? Eine schizophrene Suppe krass. Bei euch. Ihr nicht ficken, das ist doch euer Problem. Kriegerin, die jetzt die F***e aufreißen. Was ist bei denen das Problem gewesen? Ah, das Problem ist gewesen, dass sie Nein zu ihrem Sex gesagt haben. Also die... Für die ganzen Klägerinnen, die Gemeinsamkeit aller Klägerinnen und Kläger ist unterdrückter Sex. Ihr seid ja alle so ungefickt. Ey, wie widerlich willst du sein? Oh yeah. Laut dem Psychotherapeuten Lukas Rick sei es übrigens bei Narzissten ein gängiges Ding, sich Lügen über die auszudenken, die Kritik äußern. Zudem zeigen Betroffene eine auffällige Empfindlichkeit gegenüber negativer Kritik. Häufig wird deshalb, gerade im familiären Bereich, ein Netz aus Intrigen gesponnen, um sich ins rechte Licht zu rücken. Hierbei werden als bedrohlich wahrgenommene Menschen durch teils erfundene oder übertriebene Geschichten herabgestuft. Aber selbst dabei bleibt es nicht. Diese Frauen, die den Mut gepackt haben und öffentlich Steffen kritisieren, werden nicht nur beleidigt und diskreditiert, nein, Steffen bedroht sie sogar noch in den Videos. Was er übrigens auch noch mit mir gemacht hat, werdet ihr auch noch gleich sehen. Gehört einfach quer in die Fresse reingebügelt. Und das machen wir hier, okay, dieses Jahr. Drehen wir den Spieß um, ihr kleine unbekannte Löscher. Pass nur auf, dass mir die nicht mal besuchen komme. In Buxtehude, wo EK Sau wohnt. Lügen kann auch tödlich enden. Ey, ich weiß wirklich nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach nur noch gestört. Auf jeden Fall habe ich die beiden mit der Kritik konfrontiert, weil ich halt wissen wollte, ob es nicht vielleicht doch irgendwie was gibt, was ich übersehen habe, dass so viele Frauen was gegen die beiden haben. Oder dass es halt irgendeine Begründung gibt. Aber leider wurde ich nicht so überzeugt. Und übrigens, ich wundere mich, ich musste Steffen und Thea sehr lange vorgaukeln, dass ich die beiden mag und auf deren Seite bin, damit die halt überhaupt mit mir reden. Deswegen nicht wundern, warum ich da gerade so ruhig bin oder warum ich gleich so ruhig bleibe. Ich kann nur sagen, innerlich hat es ein bisschen mehr in mir gebrodelt. Und wir kennen das ja schon alles. Wir haben das schon oft durchgemacht. Jetzt ist es nur so krass offiziell und bei Facebook und in allen Medien zu sehen. Wir kennen das aber schon. Steht alles im Buch, muss in den alles Weg drin. X-fache Wiederholung. Die Stories. Und aber es ist immer... Wenn es eine x-fache Wiederholung gibt, dass für Frauen, wie ihr es gerade sagtet, danach dachten, sie wurden sexuell genötigt, dann muss ja... Also dann nee, nicht dachten, sie nicht. Sagen das nur. Das ja, ist ein Unterschied. Du sag, also du machst, wenn du so einen Post auf Facebook machst, machst du dir nur Probleme damit. Du weißt, du machst dich strafbar, ah, ja. Weil du kannst die Dinge nicht beweisen. Ja. Also das ist sexuelle Nötigung, Vergewaltigung ist unfassbar schwer beweisbar. Heißt, du weißt, du hast Probleme danach. Aber dennoch ist der Drang in den Leuten so stark, ich will das der Öffentlichkeit sagen, was mir da widerfahren ist. Ja, kann sie ja, aber ob das stimmt, ist eine andere Frage. Aber es gibt in meinen Augen gerade noch keinen Grund, warum die das sagen sollten, ohne dass es stimmt. Weil sie einen an der Klatsche haben. Vielleicht langt diese Aussage. Ja, aber das ist ja weird zu sagen, dass mehrere Frauen... Es ist genauso weird zu sagen, ich habe das getan als empfohlener Sexdiener. Okay, erste Ausrede, warum so viele Frauen gleiche Dinge kritisieren, ist einfach, weil sie einen an der Klatsche halten. Coole Begründung. Aber Steffen wird gleich seine Begründung, warum die Frauen das machen, noch ein paar Mal öfters ändern, weil er halt checkt, dass ich das nicht so geschluckt habe, wie er es gesagt hat. Seine Begründung danach war übrigens, dass diese Frauen einfach nur mehr Geld verdienen wollen. Warum sollten diese Frauen lügen? Warum sollten mehrere Frauen... Warum soll es eine Opferhilfgruppe geben von Frauen, die sich alle connecten, weil ihnen Schlechtes widerfahren ist? Du kannst ja nicht einfach sagen, die haben einen an der Klatsche alle. Das ist ja das Einfachste. Da kommt wieder der Markt. Die neue Information, die da kommt, durch Thea, ne? Ich bin ja nur der Diener, hebelt die komplette Tantra-Szene und Guru-Szene aus. Die Informationen, die ich rausgebe, empathische Erektion, die Frau ist für die Potenz zuständig, es gibt kein Opfer in unserer Gesellschaft, das spielen die alles nur. Okay, es gibt keine Opfer in unserer Gesellschaft, die spielen das einfach nur. Mutige Aussage. Aber gucken wir mal weiter. Diese Informationen machen den Wannabe-Opfern, wie einer Svenja oder einer Anja, stehen sie die Show. Genau.
Weil also du meinst damit, damit eine Anni oder eine Svenja mehr Einnahmen für sich selber generieren? Ja, genau, genau. Ich vermiese deren Geschäft. Und die wollen einfach nur mehr Geld verdienen. Ja, es geht um Macht und Geld. Okay, ich kenne sie alle Jobs der Frauen, aber bei einer Frau weiß ich auf jeden Fall, dass sie Musikerin ist und ich wüsste jetzt nicht, wie das förderlich für ihre Karriere wäre. Aber vielleicht bekommt sie ja mehr Money dadurch, dass sie halt jetzt mehr Aufmerksamkeit auf ihrem Profil durch ein solches Video hat. Wenn aber normal ihre Facebook-Videos nur 20 Aufrufe haben und auf einmal haut man so eine Platte rauf und man hat 1000, dann ist das schon cool. Und das ist, ich habe mir aber tatsächlich... Aber du wirfst niemandem wegen 1000 Aufrufen teils Vergewaltigung vor. Auf jeden Fall macht man so ein Video für 1000 Aufrufe. Ich glaube auch. Aber okay, überprüfen wir das mal. Die Kritikvideos von Anja haben zwischen 1600 und 2300 Aufrufe. Und wie viele Aufrufe haben andere Videos von ihr? Oh, 1600? 2000? Sogar eins mit 6400 Aufrufen? Ja, okay, ich sehe selber, auch wenn niemand so ein Video für 1000 Aufrufe machen würde, ist auch dieser Punkt komplett an den Haaren herbeigezogen und das habe ich den beiden auch glaubhaft gemacht. Und was kommt immer, wenn man absolut keine Begründung für irgendwas hat? Richtig, die Person ist ja nur neidisch. Digga, wie uneinfallsreich. Es geht um Neid, Eifersucht, Dinge, die diese Frau nicht gemacht haben, ich aber mache. So, und dann kommt da Neid auf. Boah, die macht das, die Scheißschlampe. Und ich hab's mir nicht erlaubt, als ich die Chance hatte. Und dann kommen die auf irgendwelche Ideen. Wegen Rache, wegen, keine Ahnung, Ego. Und am Ende einfach Ego sagen. Einfach irgendwas labern und ja, Ego halt. Coole Begründung. Also, es gibt keine Begründung, warum diese Frauen das tun sollen. Beziehungsweise doch, es gibt 4 Begründungen. Aber wie ihr gesehen habt, finde ich diese Begründungen kompletten Bullshit. Und es war mir auch eben sehr wichtig, dies so ausführlich zu zeigen, weil niemand kann einen hundertprozentigen Beweis geben, ob etwas passiert ist oder ob etwas eben nicht passiert ist. Man kann halt eben diese Dinge, die ich euch gezeigt habe, zusammenzählen und daraufhin selber für sich ein Urteil fällen. Jetzt wird es aber kurz nochmal richtig abgefuckt. Weil Steffen hat dann irgendwann gerallt, yo, ich glaube diesen Frauen, ich bin nicht auf seiner Seite. Und es war dann halt wirklich wie ein Schalter, der umgelegt wurde und er hat versucht, mich zu bekehren. Er hat dann live vor Ort versucht, diese Frauen wieder runterzumachen, nach dem Motto, die kann man doch nicht ernst nehmen. Er hat sie wieder beleidigt und noch bedroht. So, habt ihr es nochmal gehört, ihr Fatzen? Ungestopftes Loch. Ein ungeficktes Loch ist ein ungeficktes Loch. Punkt. Ich sage dir, diese zwei Mädels hätte man früher bei uns auf dem Dorf geklatscht. Okay? Da wären unsere großen Brüder gekommen, hätten die geklatscht. Punkt. Aber es ist ja ein absolut falscher Umgang damit. Also wie? Liebe Grüße. Ich habe dein Pussbild noch. Und vielleicht hat er es gemacht, um quasi mich vorzuwarnen, was mit mir passieren könnte, sollte ich nicht auf seine Seite kommen. Weil dann änderte sich die Richtung seiner Aussagen und es ging plötzlich alles in meine Richtung. Fick dich doch. Schieb dir doch deine Show in den Arsch. Jetzt war es übrigens sehr wichtig, dass ich mich von seinen Aussagen nicht schwingen lasse. Weil so hätte er dem Gespräch die Überhand nehmen können. Deswegen seid nicht verwundert, warum ich bei jeglicher Aussage einfach so ruhig da sitze. Aber als er dann gecheckt hat, dass er mich nicht so manipulieren oder triggern kann, hat er was Neues probiert. Er hat mich immer wieder bedroht, ist dann aber auch immer wieder zurückgerudert und hat einen auf nett gemacht, so nach dem Motto, ey Bruder, wir sind ja im selben Team und so. Halt wie guter Cop, böser Cop, nur in einer Person mit seinem Drill Sergeant. Alter, auf der Straße für die Dinger würdest du voll klatschen kriegen. Auf der Straße für die Nummer hätt's geklatscht. Okay, Kreuzberg, hast du Problem? Sofort eine Interesse für die Aktion. Daraufhin kam halt eben der Annäherungsversuch. Ja, und gerade offeriere ich schon wieder. Wollen wir das Ruder noch rumreißen? Hat nicht geklappt, deswegen wieder die Bedrohung. Jetzt würde ich dir eine klatschen. Halt, in Kreuzberg hätten wir dir auf die Fresse hauen für die Nummer. Punkt. Das ist ja okay. Das sind nur Gesetze, die uns hier, die hier bla machen. Hat wieder nicht geklappt, deswegen wieder die Annäherung. Also, jetzt können wir es immer noch rumreißen. Wollen wir es da stehen lassen oder geht's weiter? Und ihr merkt gerade, es ist schon Aufbruchstimmung bei den beiden. Aber eine Sache will ich noch klären. Steffen hat das Scheinargument gebracht, dass er, während es diese Missbrauchsvorwürfe gegen ihn gab, er weiterhin mit Frauen gechillt hat und alle Leute, die diese Vorwürfe halt eben gedroppt haben, wegen Verleugnung angezeigt hat. Geh doch mal in meine Facebook-Chronik und check mal, was muss das für ein Typ sein? Ein Vergewaltiger stellt 6 Strafanzeigen. Ist ja schon komisch. Dann haut er einen Facebook-Post nach dem anderen, hat noch 2 super sexy Schnecken an seiner Seite, die ihm Sexempfehlungen aussprechen.
Aber ich rede halt weiter meinen Schwachsinn und decke die scheinbaren Opfer. Was soll das? Und okay, Bro, wer macht denn sowas? Kennst du zufällig Jo Olli? Der wurde wegen sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen verurteilt. Und was hat er vor und nach seiner gerichtlichen Verurteilung gemacht? Richtig, mit Girls gechillt. Genauso wie du. Oder kennst du diesen österreichischen Bürgermeister? Er wurde zu 7,5 Jahren Knast wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung verurteilt. Und weißt du, was ihr beide gemeinsam habt? Richtig, ihr habt beide das potenzielle Opfer wegen Verleugnung angezeigt. Das wollte ich nur noch kurz einmal loswerden, bevor wir jetzt zum Fazit kommen. Das Ganze hier ist ein Meinungsvideo. Es ist aktuell nicht beweisbar, was viele, viele Frauen Steffen vorwerfen. Aber allein der Fakt, dass das scheinbar seit Jahren bei denen ein Ding ist und wirklich viele, viele Frauen ihnen dasselbe vorwerfen, sagt mir persönlich auf jeden Fall einiges. Aber auch ohne hundertprozentigen Beweis wollte ich dieses Video hier machen, weil ich konnte nach all dem, was ich gesehen habe, Steffen und Thea, die Reichweite, die ich den beiden geschenkt habe, nicht einfach so unkommentiert stehen lassen. Aber wie geht's jetzt weiter mit dem Thema? Steffen wird wahrscheinlich jetzt in Zukunft einiges tun, um mich richtig mies dastehen zu lassen. Es kam auch schon bei Instagram Nachricht von ihm bei mir an, die man durchaus nach all dem, was passiert ist, als Drohung sehen könnte. Von daher, es bleibt spannend. Ihr könnt auch gerne rein abonnieren, wenn ihr das ganze Thema weiter verfolgen wollt bzw. nichts verpassen wollt. Aber egal was kommt, wenn mir ein Thema wichtig ist, werde ich weiterhin dafür einstehen, egal was für Drohungen da kommen werden. Aber jetzt nochmal an alle Mädels und auch Jungs da draußen. Passt auf, zu wem ihr mit nach Hause geht. Und lasst euch vor allem nicht zu Dingen drängen, die ihr selber nicht wollt. Wenn du gerade in einer schwierigen Phase deines Lebens bist und dir eine scheinbar charmante Person sagt, ey, es gibt sehr einfache Lösungen für deine komplexen Probleme, dann hinterfrag das. Einfache Lösungen sind oft auch der Weg in die Radikalität. Und manchmal gibt es diese einfache Lösung auch einfach nicht. Ich weiß dazu, dass ich auch eine mies nice Community habe. Und solltest du vielleicht gerade in einer schwierigen Situation des Lebens stecken, dann schreib dein Problem auch super gerne komplett anonym einfach in die Kommentare. Ich denke, es wird bestimmt die eine oder andere Person geben, die bestimmt einen Tipp oder sogar auch Ratschlag für dich hat. Ansonsten sind in der Videobeschreibung noch Links, bei denen ihr professionelle Hilfe beantragen könnt. Ich bin raus. Ciao.